Wenn ein Land Milliardenbeträge ins Ausland schieben kann, dann lässt es doch ganz klar den Schluss zu, dass es im Inland zu viel Steuern hält. Oder? Euch einen wunderschönen Tag. Wir starten direkt mal los und gucken mal, wo Geld ausgegeben wird. Und ja, Umweltskandal kann man ganz klar sagen. Und das Ministerium geht von Umweltkriminalität mittlerweile aus. Und das schauen wir uns mal an. Deutsche Autofahrer haben mit Abgaben Klimaprojekte im Ausland finanziert, yes, die wohl gar nicht existieren. Ach nee. Von 75 Vorhaben in China zum Beispiel gilt nur ein einziges als unverdächtig. Von Deutschland finanzierte Ökoprojekte zur CO2-Einsparung im Ausland waren wohl nur vorgetäuscht, ihre Prüfung und Abnahme durch deutsche Zertifizierer gefälscht. Ein Schaden? Absoluter mehrere Witz. Mehrere Milliarden Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Mehrere Milliarden Euro Schaden für den deutschen Steuerzahler. Magazin Frontal herausgefunden haben. Und das ist nur der Anfang. Insgesamt gibt es 75 solcher Projekte. In 62 von ihnen gibt es dringenden Betrugsverdacht. Der entstandene Schaden geht in die Milliardenhöhe. Das dem Umweltministerium unterstellte Umweltbundesamt UBA hat alle Projekte genehmigt, ohne sie wirklich zu prüfen. Man hatte sich einfach auf dubiose Zertifizierungsunternehmen verlassen. Ja, und hier wurde nicht richtig geprüft. Man schiebt die Verantwortlichkeit natürlich auf die Vorgängerregierung. Ja, und was Frau Lemke hier äußert, ist doch wirklich sehr, sehr interessant. ZDF-Artikel setze ich euch rein, sehr lesenswert, genau wie der Weltbeitrag. Der Umweltausschuss des Bundestages hat zum ersten Mal Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen übrigens zu den Betrugsvorwürfen bei Klimaschutzprojekten und der Mineralölindustrie befragt. Es geht um die CO2-Projekte in China, ja, bei denen die Ölkonzerne in Deutschland ihre gesetzlichen Klimavorlagen erfüllen. Ja, tja, anscheinend nicht. Die für die Genehmigung dieser Projekte zuständige Behörde, das Umweltbundesamt, unterliegt der Aufsicht der Ministerien. Also da sind wir sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ja, und es ist möglich, wird hier zitiert, dass hier ein Fall von schwerer Umweltkriminalität ist. Und möglich, also ich würde mal eher sagen, wahrscheinlich. Aber hey, das Geld, zapp, einfach weg, scheiß drauf, haben wir zwar bezahlt, aber okay. Ja, viele andere Sachen auch hier, Staatsanwaltschaft, Strafverfahren gegen Cum-Ex-Betrüger und da ist ja eine Staatsanwältin, die mittlerweile zurückgetreten ist, aber jetzt trotzdem weitermacht, um für Aufklärung zu sorgen. Sehr, sehr interessanter Artikel, den ich hier gefunden habe. Auch den findet ihr unten hier in den Kommentarspalten drin, wenn ihr euch dafür interessiert, was mit Cum-Ex und auch mit Olaf Scholz unser aller Bundeskanzler ist. Ja, ansonsten die Grünen, weiterer absoluter Wahnsinn, besorgniserregend ist hier das Urteil von Ricarda Lang und zwar über den Vizepräsidenten von Donald Trump. Tja, also für Deutschland nicht gut, schreibt man hier. Die Grünen fahren schon jetzt ihren Stachel aus gegen die Regierung Trump. Naja, vielleicht sollten sie eher gucken, dass sie mit dem Mann mal ins Gespräch kommen, weil nach allem Anschein wird er wahrscheinlich der nächste amerikanische Präsident. Ja, weitere Nachrichten. Trinkwasser in Deutschland ist stark belastet, titelt hier die Bild-Zeitung. Sehr, sehr interessanter Artikel und da sind auch einige Städte hier bei uns aus den Regionen mit dabei. Sollte man sich mal durchschauen und interessant zu sehen, ja, wie das mit dem Wasser im Ausland ist. Also sie machen da einiges tatsächlich ein Stückchen besser als wir, aber gut, in vielen Sachen geht ja schlechter auch gar nicht mehr. Kritik an dieser EM. Der Transport zu den Fans, der Transport der Fans zu den Stadien sei chaotisch, der Einlass mit langen Wartezeiten verbunden, schrieb ja unter anderem die New York Times. Na, was die Deutsche Bahn angeht, da haben sie ja leider mal wieder recht.